Vielleicht gibt es dazu noch Fragen, Anregungen, Gedanken. Wir sind schon relativ weit in der Zeit voran, aber ich würde sagen, dass wir hier noch mal gucken, wo hat uns das hingeführt? Für Resonanzen gibt es bei Ihnen, dem Publikum? Hier im Chat haben wir noch einen, genau die Bestätigung, dass das ja auch ja, das Anliegen dieser Dialog 2.0-Reihe ist, ja, die mit diesem Vortrag jetzt vorerst erstmal die letzte von vier Reihen ist oder Vortragsabenden ist, aber genau darum eben zu ringen und in Dialog zu treten und verschiedene Meinungen auch ja, zu Wort kommen zu lassen und eben nicht in diesen Blasen zu verharren. Ja, also ich fand den Gedanken an die Geschichtlichkeit der Kirche sehr interessant. Und diese Geschichtlichkeit der Kirche müsste man verknüpfen mit modernen Erkenntnissen der Anthropologie über das, was den Menschen ausmacht, in welche Abgründe er geraten kann und welche Möglichkeiten er hat. Und dass eben diese ja, Zeitbedingtheit vieler Erscheinungen in der Kirche den Menschen viel deutlicher ins Bewusstsein gerückt werden sollte. Nicht dazu gehören ja auch so viele Dinge wie die Siebenzahl der Sakramente oder Heiligenverehrung und was auch immer. Das wird in der großen Öffentlichkeit oft als etwas Unabdingbares angesehen innerhalb der katholischen Kirche. Und deshalb wendet man sich ja auch von ihr ab. Deshalb meine ich, ist dieser Gedanke an die Geschichtlichkeit sehr wichtig. Und die Medien, die bemühen sich auch immer wieder, diese Geschichtlichkeit nachzuweisen. Das sollte man aufgreifen und daraus Kapital schlagen. Also, wenn ich die verschiedenen Veröffentlichungen von Hubert Wolf richtig verstehe, geht er ja in die Richtung. Aber er hat noch mal eine zusätzliche Idee. Also nicht nur die Kontingenz von Entscheidungen und geschichtliches Gewordensein deutlich zu machen, sondern er sagt, wir haben eigentlich das Potenzial in der Geschichte, die Vielfalt des katholisch Möglichen wieder zu entdecken. Also das Geschichte, die geschichtlichen sozusagen Entwicklungen, manchmal haben sie sich nicht durchgesetzt, dann wurde es anders, manches hat sich dann, ist in Vergessenheit geraten, manches wiederentdeckt worden, sondern Geschichte hat auch das Potenzial, Möglichkeiten zu liefern. Und ein Beispiel, und das ist sozusagen auch aus seiner Anregung jetzt für die Maria 2.0 Diskussion, ist ja die Idee, dass es tatsächlich gleichberechtigte Entscheidungsvollmacht tatsächlich für Frauen, zum Beispiel für Äbtissinnen in Klöster gegeben hat, die durchaus vergleichbar sind mit den bischöflichen Entscheidungsbefugnissen, wie wir sie heute jetzt in der Struktur unserer katholischen Kirche kennen. Also, dass Frauen von solchen Entscheidungsstrukturen und auch Entscheidungsvollmachten eigentlich historisch in einigen Punkten einfach daran beteiligt waren, sie eigenständige Entscheidungsbefugnisse hatten. Und er sagt, wenn das sozusagen für Äbtissinnen gilt, heißt das nicht, dass Frauen automatisch qua Frausein davon ausgeschlossen sein könnten. Und deswegen müssten wir eigentlich sozusagen Strukturen wiederentdecken, wo solche Möglichkeiten von Frauen auch ausgeübt werden können. Also wirklich bevollmächtigtes, eigenständiges Entscheidungsbefähigung von Frauen innerhalb der Strukturen der katholischen Kirche tatsächlich einzubauen und ausüben zu lassen. Das wäre sozusagen in der Krypta, also sozusagen im Unterbau der katholischen Kirche, in ihrer Geschichte durchaus auffindbar. Also dass sozusagen ein prinzipielles Abwehren nach dem Motto, ist alles nicht möglich, weil eigentlich genau diesem geschichtlichen Befund widerspricht und dementsprechend dieser geschichtliche Befund dann das Potenzial hätte, tatsächlich als Grundlage für Veränderungsprozesse dann zu dienen. Also nicht nur Kontingenz der Entscheidung, sondern tatsächlich auch Möglichkeit, Dinge nochmal anders zu machen, als sie bisher geworden sind. Mit dem Hinweis auf die Möglichkeiten und die Dynamiken. Frau Fröhlich, eine Frage noch? Ja, Beitrag? Herr Philippen hatte sich Genau. Ah, gemeldet.
Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, Menschen sind ja vielfach angstgetrieben, Verlustängste, andere Ängste. Könnte es sein, dass diese Fähigkeit zum Dialog auch dadurch verhindert wird, dass eine Seite meint, ihre Position aufgeben zu müssen, im Dialog erkennt, dass sie möglicherweise falsch liegt und sich das einfach nicht eingestehen will, weil sie diese Angst hat, Macht zu verlieren, ihre Position aufgeben zu müssen? Ich weiß nicht, ob ich wirklich sozusagen mit psychologischen Kategorien an systemische Probleme herangehen möchte. Also, ne? Also ich weiß es nicht. Also da würde ich sozusagen den Akteuren nicht mehr authentisches Agieren, sondern sozusagen Hintergedanken immer unterstellen wollen. Aber was natürlich notwendig ist oder was die Konsequenz ist eigentlich, und das können Sie auch in der profanen Geschichte sozusagen nachgucken, wenn sich Vollmacht und Macht sozusagen auf eine bestimmte Position konzentriert haben und andere ausgeschlossen worden sind davon, dann können Sie noch dagegen anrennen, noch dagegen demonstrieren etc. Es wird sich nur was ändern, wenn die Leute, die in Macht sind, bereit sind, diese Macht zu teilen. Es gibt ein interessantes und wirklich lesenswertes Buch einer amerikanischen Soziologin über das Thema Rassismus, die sozusagen an einem Punkt tatsächlich festhält, Schwarze können sich nicht dagegen wehren, diskriminiert zu werden, sondern sie müssen darauf hoffen, dass Weiße das erkennen und das System ändern. Die können sich nicht selber befreien, weil man sozusagen als weißer Mensch so in seinem rassistischen kulturellen Gedächtnis groß geworden ist, dass man es nicht, wirklich nicht verstehen kann, was es bedeutet, nicht weiß zu sein. Und als ich dieses Buch im Sommer während des Urlaubs gelesen habe, habe ich immer gedacht, man erzählt mir die Geschichte von Frauen in der katholischen Kirche. Und da muss ich mir auch eingestehen, also ich werde als Frau in der katholischen Kirche nichts gegen meine Diskriminierung ändern können, als Frau. Ich kann nur darauf vertrauen, dass Männer erkennen, dass das Diskriminierung ist und etwas daran ändern wollen. Und das habe ich auch gelernt, ein Schritt ist sozusagen, etwas dagegen zu tun, ist es zu benennen, weil nur wenn man sagt, das ist Rassismus, oder das ist Diskriminierung, wird das Wirklichkeit. Und deswegen sage ich eigentlich in jedem Vortrag, in der katholischen Kirche werden Frauen, weil sie Frauen sind, diskriminiert. Und zwar nach den Kategorien des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Ich sehe einige gelbe Daumen nach oben gehen. Offensichtlich traf das jetzt nochmal den Nerv. Das war ja auch eines der Anlässe, die ganze Debatte, auch Maria 2.0, Frauenpriesterfrage, Priesterinnenfrage. Letztes Mal hatten wir diese Frage. Es wurde sehr kontrovers diskutiert. Es prallten, glaube ich, auch viele der pluralen Katholizismen aufeinander, von denen Sie heute gesprochen haben, weil nicht für jeden ist die Frau am Altar ein erträglicher oder theologisch oder religiös legitimierter oder Anblick. Womit wir wieder bei den Fragen sind, angesichts dieses breiten Feldes und der Metaperspektive, die Sie ja heute eröffnet haben, so würde ich das mal nennen, eine Metaperspektive. Wir sind gewissermaßen, ähnlich wie in dem Baldung-Green-Bild, einmal aus den Konflikten raus und haben eine Höhenposition eingenommen und von oben drauf geschaut. Und ich glaube, das ist auf eine fulminante, luzide Weise ihm gelungen, uns diese Prozesse, die Dynamiken, in denen wir selber drinstecken. Also ich habe mich selber die ganze Zeit porträtiert gefühlt, das zu verstehen und zu reflektieren für uns selber und damit vielleicht auch ein besseres Verständnis für die zu bekommen, die in einem anderen Katholizismus unterwegs sind, mit anderen Katholizismen identifiziert sind. Bei aller Treue vielleicht auch zu dem, wofür man selber stehen will und eintreten möchte und auch, wie Sie sagten, muss.